Heute Morgen habe ich Matthäus 23, Vers 8 gelesen, als mir Folgendes aufgefallen ist. Der Herr Jesus spricht: Ihr sollt euch nicht Rabbi, Gelehrter, Meister nennen lassen. Denn einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder, und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Mir sind die zwei Worte Meister und Erde aufgefallen. Ich war 2012 in China gewesen und habe sehr viele chinesische Schriftzeichen gelernt. Und jetzt, wo ich diese Verse gelesen habe, Meister und Erde, sind mir gleich diese zwei Zeichen eingefallen, die eigentlich recht gleich aussehen. Das Zeichen für Meister ist ein Kreuz, das auf dem Grund, auf der Erde steht. Bei diesem Zeichen für Meister ist der obere Kreuzbalken ist größer als die Erde, wo das Kreuz draufsteht. Wiederum das Zeichen für Erde ist ein kleines Kreuz, das auf der Erde steht, also so wie auch das Kreuz des Herrn Jesus. Und das hat mich beeindruckt, diese zwei Zeichen da zu sehen in einem Satz. Und auch die Verbindung dieser zwei Zeichen, dass ein Kreuz jeweils auf der Erde steht. Wenn wir jetzt dieses Zeichen nehmen, es ist ein Radikal, ein sehr einfaches Zeichen, durch welches sich auch andere Zeichen zusammensetzen, und machen jetzt noch einen Strich oben drüber, dann haben wir das Zeichen für König. Das ist sehr interessant, dass aus dem Zeichen von Erde und Meister der König werden kann. Und wenn man über das Zeichen von König auch einen kleinen Strich noch macht, hat man auch ein Zeichen, was auch Meister heißt. Aber das ganz Besondere jetzt ist, dass wenn wir über das Zeichen von dem König zwei Striche, also zwei Ohren oder zwei Hörner machen, dann ergibt es das Zeichen für Lamm. Und jetzt haben wir tatsächlich hier mit all den Kreuzen und wundervollen Zusammensetzungen eine ganz besondere Botschaft. Wir haben die Erde, wir haben den Meister, wir haben den König und das Lamm. Und überall ist das Kreuz darin. Und das ist sehr interessant, weil die chinesischen Zeichen eigentlich weit vor der Zeit des Christentums entstanden. Die chinesischen Zeichen gehen weit in die Zeit von Mose zurück oder sind sogar noch älter. Da gab es noch keine Kreuze auf der Erde. Aber wie wir wissen, sind ja alle Sprachen und auch alle Schrift von Gott gemacht, von Gott inspiriert. Und so ist auch schon in der Vorzeit dieses Kreuz da reingekommen. Denke ich jetzt, dass das für uns heute Sinn ergibt. Und es gibt so viele chinesische Christen, 100 Millionen mittlerweile, weit mehr vielleicht sogar. Und ihre eigenen Schriftzeichen beginnen jetzt zu ihnen zu sprechen im biblischen Sinne. Man kann da jetzt noch viel mehr an den Schriftzeichen erkennen. Es gibt da ganze Bücher drüber. Es gibt sehr, sehr viele Schriftzeichen, die wirklich einen Bezug zur biblischen Geschichte haben. Man kann da noch vieles nachlesen, aber diese Sache ist mir jetzt ganz persönlich aufgefallen, deshalb wollte ich das jetzt mal teilen. Die Erde, der Meister, der König und das Lamm. Eine interessante Sache möchte ich noch als Anhang hinzufügen. Es geht um etwas, was ich vor kurzem gelesen habe. Ich möchte das gern nochmal vorlesen. Es geht um einen Mann namens Liu Shang. Liu Shang war der oberste Astrologe am Hof der Han-Herrscher. Die Han-Dynastie war ja das chinesische Reich, was zur Zeit des Herrn Jesus da zugegen war in China. Und auch zur Zeit der Geburt Christi, da war schon die Han-Dynastie, das Han-Reich in China, die herrschende Dynastie. Und der Liu Shang, der verschwand plötzlich für 2 Jahre.
nachdem er einen neuen Stern entdeckt hatte. Er nannte diesen Stern den Königsstern. Man glaubte, dass ein König geboren wurde, wenn dieser Stern erschien. Zu dieser Zeit besaßen die Chinesen ein hochentwickeltes astronomisches Wissen und Liu Shang könnte über die Seidenstraße gereist sein, die damals bereits benutzt wurde. Eine Reise von China nach Jerusalem hätte 1 bis 2 Jahre gedauert und es ist interessant festzustellen, dass im Evangelium erwähnt wird, dass König Herodes Soldaten ausschickte, die in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von 2 Jahren und jünger umbringen sollten. Denn die weisen Männer hatten ihm erzählt, dass sie den Stern vor etwa 2 Jahren zum ersten Mal gesehen hätten. Matthäus 2, Vers 16 war also der oberste Astrologe am Hof der Han-Dynastie, der einen Königsstern entdeckt hatte und sich daraufhin für 2 Jahre auf eine Reise begab, war er also einer der drei Weisen aus dem Morgenland? Das wissen wir nicht, aber schon die Tatsache ist interessant, dass er genau zur Geburt Christi einen Stern entdeckt hatte, den er Königsstern nannte. Ja. Diese Aufzeichnungen findet man in der Zeit zur Geburt des Herrn Jesus und auch was die Kreuzigung, die Zeit der Kreuzigung des Herrn Jesus betrifft. Auch genau in dieser Zeit findet man schriftliche Aufzeichnungen. Es muss wohl der Tag der Kreuzigung gewesen sein. Da wird von einem Tag geschrieben, wo der chinesische Kaiser aufgrund eines Himmelsereignisses aus seinem Thronsaal vor Angst flüchtete. Und die Astrologen des Kaisers schrieben rätselhafte Worte, die niemand verstand zu dieser Zeit. Vergebung ist ausgerufen über alle unter dem Himmel. Alle Sünden trägt jetzt ein Mann. Das klingt wirklich wie erfunden. Das ist einfach zu fantastisch, aber diese Worte stehen wirklich geschrieben in den chinesischen Schriften in History of Later Han Dynasty, Volume 1, Chronicles of Emperor Guang Wu, 7th Century. Es gibt also einen unglaublichen Reichtum in der chinesischen Schrift und auch in der chinesischen Geschichtsschreibung, wo die chinesischen Christen bereits sehr viel entdeckt haben und auch noch viel entdecken können.